Bus brennt auf dieser Seite ganz ordentlich. Ich darf Ihnen sagen, es wird sehr, sehr warm, so wenn man so nah rangeht. Das könnte man nicht lange aushalten. Trocknet vielleicht mein Shirt so ein bisschen wieder. Wie gesagt, der Dennis mit der silbernen Hitzeschutzkleidung, für den ist das überhaupt gar kein Problem, daneben zu stehen. Wie gesagt, uns mit normaler Kleidung oder auch mit der Einsatzschutzkleidung der Feuerwehr wäre das dauerhaft nicht auszuhalten. Musst du kommen jetzt. Ja. Also die Strahlungswärme dürfte mittlerweile auch bei Ihnen da vorne angekommen sein. Ja. Wie gesagt, die Jugendfeuerwehr bereitet sich jetzt vor, was sie dann gleich mit einem massiven Löschangriff diese Hitze auch wieder herunterbekommen kann. Der Gruppenführer erkundet zusammen mit dem Melder, hat gesehen, das Gebäude brennt. Es sind scheinbar keine Personen akut gefährdet. Die Mannschaft mittlerweile hinter dem Fahrzeug angetreten. Jeder Trupp in dieser sogenannten Gruppe bekommt einen Einsatzauftrag und diese Einsatzaufträge werden dann abgearbeitet, sodass sie dann gemeinsam schaffen, dieses Feuer zu löschen. Ich kenne ja noch ein bisschen. Ja, gleich. Er macht gerade da hinten Wasserversorgung. Handgriffe, die geübt sind. Jeder, normal. Der Jüngsten bei uns in der Jugendfeuerwehr, weiß, was zu tun ist. Schläuche werden ausgerollt, angekuppelt, Befehle gegeben, so dass wir dann auch gleich Wasser an dem Strahlrohr haben und die Jugendfeuerwehr anfangen kann zu löschen. Ja, der ist noch hinten. Da, ich sehe ihn. Der hat gerade den B-Schlauch. Oh, jetzt. Ja, die haben Verteiler schon gekuppelt. So, der Befehl kam, Wassermarsch bis zum Verteiler, das heißt, der Maschinist, der das Fahrzeug und die Pumpe bedient, hat den Auftrag bekommen, Wasser zu geben. Jetzt bis zu dem Verteiler. Ah, aber nicht gerade gelegt. Nicht gerade gelegt. So, geht aber. Der kommt gleich noch, der muss auch ein Rohr besetzen. Ja, ich glaube, er ist gerade am Fahrzeug. Da kommt er, da kommt er. Der läuft da. So, Sie sehen, das erste Rohr hat Wasser. Es wird sofort mit der Brandbekämpfung angefangen.
In der Zeit wird hier das zweite Strahlrohr vorbereitet, sodass dieses Feuer dann auch von zwei Seiten angegriffen werden kann, bekämpft werden kann, sodass wir dann noch einen schnelleren Löscherfolg gleich haben. Ja, das ist er da. Mit den langen Haaren, immer auf lange Haare achten. Er hat geschrien gerade. So, mit zwei Strahlrohren kann man sehen, die Flammen werden ganz schnell weniger, es bildet sich wieder Wasserdampf, sodass das Feuer dann auch gleich ganz schnell gelöscht ist. Normal. Wir sehen eben, liebe Zuschauer, wir können es hier deutlich sehen, unsere Jugendfeuerwehrmitglieder im Alter zwischen 10 und 18 Jahren lernen das Aufgabengebiet der Feuerwehr kennen mit regelmäßigen Diensten und Ausbildungen. Und wie Sie sehen, schaffen sie es auch schon, ein doch ganz ordentliches Feuer zu löschen. Wenn Sie Kinder oder Enkelkinder haben, die auch großes Interesse an der Feuerwehr haben, wie gesagt, im Alter von 10 Jahren darf man zur Jugendfeuerwehr kommen. Unsere Jugendfeuerwehr trifft sich wöchentlich montags um 18 Uhr hier am Feuerwehrgerätehaus und wir haben einen sehr umfangreichen Dienstplan, aber ich kann Ihnen versichern, bis jetzt hat es den Kindern und Jugendlichen immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen dann, wenn man mit so einer Übung beim Jubiläumsfest belohnt wird. Also, wenn Sie Kinder, Enkelkinder haben, die Kinder sind herzlich eingeladen, montags ab 18 Uhr hier am Dienst teilzunehmen. Sie sehen, das Feuer ist weitestgehend gelöscht. Das, was jetzt hier noch so qualmt, ist hauptsächlich Wasserdampf von der enormen Hitze, die da war. Die Jugendfeuerwehr kann gleich so ganz langsam mit dem Löschen aufhören. Und es wird dann aufgeräumt, abgeräumt, damit wir den Platz gleich wieder frei haben für die nächste Vorführung. Die nächste Vorführung um 14.30 Uhr ungefähr, dann wird ein anderes schweres Aufgabengebiet der Feuerwehr simuliert, nämlich die Verkehrsunfallrettung. Aber zurück zur Jugendfeuerwehr, es kamen die Befehle, Wasser halt, und wie gesagt, so betrachtet das Feuer jetzt aus, es dampft noch ein bisschen, das wird nachher noch kontrolliert, aber wunderbar, habt ihr sehr gut hinbekommen und ich denke mal, das ist ein Applaus der Zuschauer wert. Dankeschön. Ja.